In diesem Plot ist einmal die Gesamtzusammensetzung der Silikaterde gezeigt und einige der Charakteristika und wie diese möglicherweise interpretiert werden können. Mit Silikaterde meinen wir zunächst eigentlich die gesamte Erde minus dem metallischen Kern. Und die Zusammensetzung erhält man aus primitivem Mantelmaterial, aus Peridotiten, Xenoliten, die aus dem Erdmantel mitgebracht werden. In dem Diagramm jetzt hier ist auf der X-Achse die 50% Kondensationstemperatur aufgetragen, die hier in diese Richtung abnimmt. Mit der 50% Kondensationstemperatur ist die Temperatur gemeint, bei der ein Element zu 50% kondensiert ist. Das hat jetzt natürlich nicht direkt was mit der Erde zu tun, sondern geht zurück in die Zeit vor der Erde, als die protoplanetare Scheibe da war und man annimmt, dass alles einmal in einem mehr oder weniger gasförmigen Zustand war, also es sehr heiß war, alles evaporiert ist, das dann beginnt zu kondensieren und bei der Kondensation die einzelnen Elemente beginnen auszukondensieren und die Temperatur, bei der 50% des Elements auskondensiert sind, die nennt man die 50% Kondensationstemperatur und das ist die, die hier eben von je nach hier abnehmend aufgetragen ist. Auf der Y-Achse ist die Häufigkeit der Elemente aufgetragen, die Häufigkeit in der Erde und zwar normalisiert auf einmal die Ci-Häufigkeit und auf die Magnesium und auf Magnesium. Und das Ganze ist als Massenverhältnisse dargestellt. Bei der Normalisierung wird geteilt und dann gibt es Massenverhältnisse. Jetzt sind außerdem noch die geochemische Charakter der Elemente dargestellt, zwar einmal in grün lithophil, siderophil, atmophil und chalkophil. Und schließlich gibt es noch eine Grobunterteilung in die kosmochemischen Charakter. Das ist einmal refraktär, hauptvolatil und hochvolatil. Und dieser kosmochemische Charakter ist natürlich direkt verbunden, korreliert mit der 50% Kondensationstemperatur. Und dann schauen wir uns mal die Elemente hier im Detail an. Wir beginnen mal mit den lithophil refraktären Elementen. Das sind die ganz dort oben. Also hier, diese hier. Und die haben alle Häufigkeiten, die in etwa ähnlich sind oder praktisch identisch sind zu den Ci-Chondriten. Dann ab in etwa den Hauptelementen gibt es einen Trend in etwa diese Richtung hier. Und in diese Richtung hier nehmen dann die Häufigkeiten der Elemente ab. Also mit zunehmender Volatilität, mit abnehmender 50% Kondensationstemperatur, also Volatilität nimmt zu, Kondensationstemperatur nimmt ab und dabei nehmen auch die Häufigkeiten der Elemente ab. Komme ich gleich nochmal zurück. Nochmal zurück zu den refraktären Elementen. Da gibt es auch noch die siderophilen und hochsiderophilen Elemente, die hier in diesem Feld dargestellt sind. Die hochsiderophilen Elemente sollten eigentlich alle vollständig im Kern sein, im Erdkern, also hier sollten die hochsiderophilen Elemente alle bei Null sein praktisch. Sind sie aber nicht, sie sind immer noch ein bisschen vorhanden. Und auch wenn es nur ein bisschen ist, das ist schon zu viel. Und das erklärt man häufig wie folgt. Man sagt, die Erde ist differenziert in Mantel und Kern. Und dann ist diese Differenziation abgeschlossen. Jetzt kommt aber, so einige Zeit nach dieser Differenziation, vielleicht Millionen Jahre nach der Differenziation, kommt nochmal ein großer Impact eines Asteroiden, als großen Meteoriten, wahrscheinlich dann eben ein Asteroid. Und dieser Asteroid hat eine primitive Zusammensetzung, in etwa die Zusammensetzung von Ci-Chondriten. Das heißt, er bringt sehr viel Metall mit. Und dieser Asteroid schlägt ein, schlägt tief ein und wird im Erdmantel, verteilt sich im Erdmantel, löst sich im Erdmantel auf praktisch. Da die Differenziation aber abgeschlossen ist, kann das Metall, das ja nur dann in vielleicht kleineren Flocken vorkommt, nicht mehr in den Kern absinken und verbleibt im Mantel, löst sich dort vollständig auf. Und dieses Metall, diese metallischen Elemente, diese siderophilen und hochsiderophilen Elemente, sind dann eben im Kern. Und genau die sind es, die hier eben angehoben werden. Also dieser Impact hat im Erdmantel die Menge an sehr hochsiderophilen Elementen angehoben. Andere Elemente sind jetzt in ihrer Häufigkeit, also andere Elemente, die dieser Impact mitgebracht hat, sind,
so häufig, also wie Magnesium, Silizium oder sonst irgendwas, sind an sich schon so häufig im Erdmantel, dass man den Unterschied nicht merkt. Dann sieht man eigentlich nur dort, wo praktisch gar nichts vorhanden war, ist durch den Impact jetzt ein bisschen was vorhanden. Von dem schon viel vorhanden war, da hat der Impact nicht viel beigetragen. Und das ist mit diesen hochsiderophilen Elementen. Dann gibt es noch andere siderophile Elemente, Wolfram, Molybdän, auch hier noch welche. Da kann man an vielen Details gehen, die unterschiedliche Häufigkeiten haben. Und das muss man dann auch im Detail studieren. Meistens hängen diese speziellen Häufigkeiten ab von der Verteilung, also dem Verteilungskoeffizienten von Wolfram oder Molybdän zwischen vielleicht Silikat und Metall. Und das hängt wiederum dann ab von der Valenz eines Elements, von der Sauerstofffugazität, vom Druck, von der Temperatur und so weiter. Das sind alles Dinge, die man experimentell beispielsweise sehr detailliert dann untersuchen muss. Dann sind wir zurück zu dieser Volatilverarmung. Also es gibt diesen Trend nach hier unten und dieser Trend wird dann auch Volatil-Element-Verarmungstrend genannt. Volatile Depletion. Und der ist in erster Näherung zunächst mal unabhängig vom geochemischen Charakter. Also egal ob lithophil, ob siderophil, ob schalkophil, diese Volatilverarmung sieht man für alle gleichermaßen. Das heißt, es hat vielleicht nicht irgendwas mit Fraktionierung zu tun, sondern mit irgendwas anderem. Vielleicht mit etwas, bevor die Erde entstanden ist, nämlich mit dem Reservoir, aus dem die Erde entstanden ist, mit den Komponenten, aus denen die Erde entstanden ist, dass diese Komponenten schon verarmt waren an volatilen Elementen. Dann überlegt man, warum sind diese Komponenten verarmt an volatilen Elementen? Vielleicht deshalb, weil, wie gesagt, ursprünglich mal alles in einem gasförmigen Zustand war und dass man und daraus das kondensiert ist. Wenn es aber dieses Reservoir, dieses Gas sehr heiß war, als die Komponenten kondensiert sind, dann konnten die volatilen Elemente nicht kondensieren, weil es einfach zu heiß war dafür. Und deshalb verblieben die in der Gasphase und sind in der kondensierten Festphase dann verarmt. Und damit könnte man diesen Verarmungstrend hier erklären, dass einfach das Reservoir schon verarmt war, weil es relativ heiß war, also dass die Erde aus dem heißen, volatil verarmten Reservoir entstand, beziehungsweise das Vorgängermaterial, aus dem dann die Erde entstand. Und damit kann man diesen Trend hier eben erklären. Jetzt gibt es natürlich auch hier einige Abweichungen von Elementen. Indium ist ein bisschen zu hoch, Wismut hier ein bisschen zu niedrig oder Kupfer ein bisschen zu niedrig. Also das sind einzelne Elemente, es können auch Elementgruppen sein, wie hier gerade Schwefel, Selen und Tellur, die hier zu niedrig sind. Oder auch das wichtige Blei, eben wichtig für die Datierung, das hier etwas abweicht. Und diese individuellen Abweichungen, die ja auch für jedes Element oder jede Elementgruppe etwas verschieden sind, die muss man auch wieder im Detail untersuchen durch Experimente und sind sehr vermutlich auch eben zurückzuführen auf unterschiedliche Valenzzustände, Sauerstofffugazitäten, Druck, Temperatur und so weiter. Das lässt sich dann alles hieraus ein bisschen ablesen oder hier kann man eben diese Elemente finden, die diese Abweichungen haben. Das ist eines der grundlegenden Plots, in der gerade auch für die Erde, aber auch für die Kosmochemie, deshalb ist es wichtig, das in jedem Fall grob zu verstehen, die einzelnen Elemente zu verstehen und das auch darstellen zu können. Und man kann eben auch sehr viel ablesen darüber, wie die Erde entstanden ist und was alles noch in der Frühphase, aber dann auch später bei der Differenziation beispielsweise passiert sein muss. Eben zum Beispiel dieser späte Meteoriteneinschlag, der auch Late Veneer genannt wird. Das ist dieser berühmte Impact hier. Und dafür braucht man eben dieses Diagramm.